So kannst du diese 3D-Leiter zeichnen. Nachdem ich den Trick vor 5 Jahren gelernt habe, möchte ich ihn euch jetzt zeigen. Zuerst ein Blatt Papier, dann zeichnen wir mit Bleistift ein paar Schatten. Anschließend wird der Edding rausgeholt. Mit Lineal ziehen wir die Linien einmal so quer. Anschließend werden die Sprossen ergänzt. Blatt wird abgerissen und einmal in der Mitte gefaltet. Und fertig ist eure 3D-Leiter. Teilt das Video mit einem Freund, mit dem ihr das in der Schule macht.